Und hier ist bei Thomas Gottschalk Heinz Rühmann. Sie sehen, da sind viele dabei, die unter 20 sind. Dankeschön. Danke. So, übrigens. Danke. Sicher eine Premiere, das hat es noch nie gegeben, wir beide im Partnerlook. Ja. Wenn der schön. Vater mit dem Sohne, hm? Ja. Darf ich Sie bitten? Dankeschön. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ja, danke schön. Ich freue mich auch, dass ich hier bin. Danke Ihnen. Soll ich ein paar Worte sagen? Oder? Ich würde mich sehr freuen. Ja, ich habe mir da ein bisschen was aufgeschrieben, wie es an. Ja, trotz meines, also dieses Größenunterschiedes, denn Sie sind ja ein wirklich übergroßer Mann. Trotz dieses Größenunterschiedes haben wir doch etwas gemeinsam, Herr Gottschalk. Denn wir wollen beide unser Publikum unterhalten und eventuell sogar erfreuen. Jeder auf seine Weise. Ich bevorzuge eher die kurze, knappe Form. Und Sie reden ja gern. Oh. Und ich finde, das sollen Sie auch. Und das werden Sie dann sehen. Sie kommen dann bald dazu, noch mehr zu reden. Dankeschön. Machen Sie mir keine Angst. Also ich glaube, die Leute werden es mir nie so übel nehmen wie heute, wenn ich mehr rede als mein Gast. Das heißt, ich bitte Sie natürlich, uns ein bisschen was zu erzählen. Aber selbstverständlich sollen Sie mein Gast sein und sich wohlfühlen. Wir fangen auch gleich mit einer Pause an. Insofern ist es gar nicht so schwierig. Ja. Bis gleich. Mein Gast, Heinz Rühmann. Sie haben erfreulicherweise Ihre Frau mitgebracht. Oder ist sie eifersüchtig, hat sie nicht alleine gehen lassen? Nein, nein, ich glaube nicht. Gut, es sind viele hübsche junge Mädchen hier. Aha. Aber sie ist bereit aufzuspringen, wenn Sie mir hier aus dem Ruder laufen. Und wir haben ja das Publikum im Griff. Und ich bin ganz überrascht, wie viele junge Leute Sie kennen und auf Sie so reagieren. Sie sehen auch glänzend aus. Geht's Ihnen gut? Dankeschön. Ausgezeichnet. Das habe ich meiner Frau zu verdanken. Ah, gute Pflege. Herr Rühmann, Sie haben ja mit Ihrem Alter auch nie kokettiert. Sie sind über 90 und nicht alle Menschen empfinden ja das hohe Alter als einen Segen. Manche sehen auch eine Last darin. Wie ist das bei Ihnen? Herr Gottschalk, es ist ein Segen. Und ich bin dem lieben Gott dankbar dafür. Denn ich habe Dinge in den letzten Jahren erlebt, die über 90 waren, die ich vorher nicht gekannt habe und für die ich dankbar bin, dass ich sie jetzt erleben konnte. Es ist so eigenartig, wenn man weiß, man kann sich das und das leisten oder nicht. Und man wird auf einmal hellhöriger und auch ich
merke Töne von mir oder ich spreche in einer Form weiter, wie ich es bis dahin nicht kannte. Also ich habe das Gefühl, ich wäre irgendwie ein bisschen gelenkt oder geführt. Und dafür bin ich dankbar. Das heißt, dass man im Alter auch gläubiger wird? Haben Sie das sagen wollen? Ja, das wollte ich sagen. Das war mir ein bisschen zu, ich weiß es nicht, wie ich es nennen soll, aber genauso die Tierliebe und die Natur. Ich sehe eine Rose oder eine Blume anders als früher. Und ich bin für das alles dankbar, weil ich das nicht kannte. Und ich hatte Angst vor dem Altwerden. Und ich kann Ihnen nur eines sagen, werden Sie alt. Sie. Danke. Ich wollte dazu noch etwas sagen. Ja, werden Sie alt und... Nein, wo steht denn das? Falls Sie den lieben Gott ein paar Jahre früher sehen sollten als ich, können Sie ihm das sagen, also dass Sie mich da ein bisschen im Auge behalten. Ich weiß schon. Nein, ich wollte sagen, werden Sie ruhig alt, es lohnt sich. Danke. Lassen Sie ruhig Ihre Zettel draußen. Also ich trete mit 40 mit Zetteln auf, da können Sie es mit 90 gerne. Also bitte schämen Sie sich nicht, dann kann ich meine auch zeigen. Ja. Herr Rühmann, was ja interessant ist, ist bei Ihnen die Tatsache, dass Sie ein Lebenswerk im Bücherschrank quasi haben. Es gibt Kassetten, es gibt Filme. Gucken Sie sich das ab und zu an? Ja, ich gucke es mir eigentlich nicht so sehr an, weil ich nicht so bewusst leben will. Ich will das lieber erleben, wenn es da ist oder wenn ich es wahrnehme. Denn ich kann mich auf mich jetzt verlassen. So möchte ich es fast ausdrücken. Ich bin ein bisschen hellhöriger als früher geworden. Und das ist sehr schön. Erinnern Sie sich noch, wie alles anfing? Sind das Momente, die man noch im Kopf hat? Ihre Karriere als Schauspieler? Ja, die hat sehr merkwürdig angefangen, indem ich unter meiner Kleinheit sehr gelitten habe. Und ich habe mir Einlagen für die Schuhe machen lassen und die waren mir nicht hoch genug. Und dann habe ich sie vergrößern lassen und die wurden immer wieder vergrößert, weil ich wirklich dann auch größer aussah. Und da habe ich dann die Schuhe verloren, weil ich oben rausgerutscht bin. Das ist mir noch in Erinnerung. Aber Ihrer Karriere hat es offensichtlich nicht geschadet. Nein, es muss ja auch kleine geben. Unbedingt. Ja. Und Sie haben ja gezeigt in Ihren Filmen, dass kleine Männer ganz groß sein können. Denn irgendwo war das ja immer so eine Gratwanderung zwischen heiter und ernst, zwischen besinnlich und lustig. Das gibt's heute gar nicht mehr. Ja? Entweder ist es heute, einer ist böse oder einer ist gut. So diese Menschen, wie Sie sie gespielt haben auf dem Grat, die vermisst man eigentlich. Ja, das kommt vielleicht auch daher, weil ich das selbst gewünscht habe. Ich wollte das. Und ich wollte auch die ernsten Töne immer anklingen lassen. Und wollte nicht nur ein Komiker und ein Humorist sein, obwohl das auch natürlich sehr schön ist wegen der Menschen, denen man eine Freude machen kann, sondern weil man wirklich in Dinge sagen kann, die man sich sonst nicht erlauben kann. Und das ist mir, glaube ich, gelungen. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie Sie darüber denken. Haben Sie jemals Probleme gehabt, mit diesem lustigen Herrn aus dem Film im Leben Schritt zu halten? Haben die Leute erwartet, dass Sie immer die Treppengeländer runtergerutscht sind oder sowas? Naja, vielleicht nicht das direkt, aber Sie haben immer gesagt, ich bin so ernst. Ich soll doch mal komisch sein. Aha. Ich soll doch mal einen Witz erzählen. Nun bin ich kein sehr guter Witzerzähler und möchte auch nur gern Sachen erzählen, die wirklich dann gut sind. Und es gibt ja auch gute Witze. Und es gibt weniger gute Witze als gute Filme von Ihnen. Wissen Sie noch, wie viele es sind? Ungefähr um 90 rum. 90 Filme? Ja.
Wir haben natürlich nicht aus allen etwas beibringen können. Natürlich gibt es die Hits. Die Feuerzangenbowle ist ein Meisterwerk. Ist das in Ihren Augen auch so? Nein, ich schätze den braven Soldaten Schweg und meinen Hauptmann von Köpenick. Was soll denn das heißen? Auf aller höchsten Befehl seiner Majestät des Kaisers und Königs erkläre Sie mir verhaftet. Aber auch, dass Sie sofort zur alten Wache in Berlin zu bringen. Machen Sie fertig. Das verstehe ich nicht. Das muss doch ein Irrtum sein. Wieso denn überhaupt? Wieso? Genügt Ihnen das nicht? Na, das ist doch aber ein starkes Stück. Ich lasse mich hier nicht unbedingt. Haben Sie gedient? Jawohl, Oberleutnant der Reserve. Erlauben Sie, Hauptmann, haben Sie irgendeine Legitimation? Ich denke, Sie sind Soldat. Dann müssen Sie auch wissen, dass ein Kommando vor Gewehr absolute Befehlsgewalt bedeutet. Ja, ich habe aber gar keine Ahnung. Darüber leide ich auch nicht. Ich habe nur Befehl. Befehl ist Gewehr. Ja. Das waren Sie mit Martin Held und Sie kannten Sie alle, die großen Stars dieser Zeit, Albers, die Dietrich. Ja, was waren das für Menschen? Ja, jeder hat so seinen eigenen, wie soll ich sagen, Merkwürdigkeiten gehabt, die man ein bisschen kennen musste. Ich habe mich mit allen sehr gut vertragen. Die Dietrich, wie war denn die als Frau? Marlene, Sie haben sie gekannt. Haben Sie auch geküsst irgendwann, dienstlich? Nein, ich habe mit ihr am Theater gespielt. Aha. Und auch im Film natürlich. Aber sie war sehr, sehr reizend und nett. Und war viel verreist und hat natürlich, Gott, wie soll ich sagen? Ein Rumzug. Ja, naja, sie war überall sehr begehrt und sehr, sehr geschätzt und sehr geachtet. Aber Sie haben nicht mitgekämpft? Nein, nein. Sie haben, der Kollege Albers, muss ich sagen, war ja ein größerer Aufreißer, sage ich mal. Wir haben das gleiche Problem. Die Schwiegermutter mögen uns und die Töchter, die rennen dann zu so einem wie zum Albers. War das so ein Frauentyp, Hans Albers? Haben Sie ihn jemals beneidet, so um seine... Nein. Nein? Nein. Beneidet habe ich ihn nicht. Aber ich muss auch sagen, ich wurde gewarnt vorher. Ich soll mit ihm keine großen Rollen spielen. Wir haben ja zusammen Sherlock Holmes gemacht und noch verschiedene andere, wo auch meine Rolle nicht direkt klein war. Aber wir haben uns sehr gut verstanden, sehr gut vertragen. Und Sie haben auch zusammen gesungen? Zusammen gesungen in der Badewanne. Wer im Ofen sitzt und die Zeit wenig nützt, schon zwar seine Kraft, aber wird auch nichts erreichen. Wer aber nicht gefragt und geglos und versagt, für den gibt's kein Fragezeichen und dergleichen besser schafft. Jawohl, meine Herren, so habt ihr's gern, denn von heute an gehört uns die Welt. Ja, das waren die beiden Duett. Sie werden von den Medien natürlich immer als der große deutsche Kinostar präsentiert, der Sie natürlich sind. Wie ist das mit den Fans? Melden die sich ab und zu noch bei Ihnen? Oh ja. Die melden sich nicht nur, sondern sie bringen sich auch immer in Erinnerung. Und unsere Post hört nicht auf und wird sogar mehr in letzter Zeit wieder. Womit das zusammenhängt, weiß ich nicht. Aber ich habe es eigentlich sehr gern, denn ich habe auch Briefe. Und kann auch in einigen Fällen helfen, wenn Sie mir schreiben, dass Sie die und die Sorgen im Augenblick haben. Und da finde ich, geht mein Beruf über das Übliche hinaus. Und ich werde eben etwas, was ich eigentlich auch ganz gern getan hätte, aber ich bin es nicht geworden. Und ich bin auch zufrieden mit dem, wie es so ist. Aber dass ich hier in diesen Fällen helfen konnte und Sie mir noch mal geschrieben haben, das finde ich ist dann schön. Mhm. Und da bin ich sehr bewegt. Und nun keine Frage, dass Sie einer unserer wenigen großen deutschen Schauspieler sind. Gab es denn jemals für Sie Angebote aus dem berühmten Hollywood?
Ich war in Hollywood. Ja? Ja. Ich habe Shape of Fools gedreht. Das Narrenschiff auf Deutsch. Und war ein Vierteljahr mit meiner Frau und zum Teil auch mit meinem Sohn drüben. Aber es hat Sie nichts gehalten dort? Nein, ich mochte einiges nicht so gern. Und ich habe auch Heimweh gehabt nach Hause. Und wir haben Sie gerne wiedergenommen. Herr Rühmann, Sie sind ja auch ein Zeitzeuge. Es war damals eine sehr dunkle Zeit, in der Sie viel gearbeitet haben. Die Feuerzangenbowle entstand auch noch im Krieg. Das heißt, Sie haben vielen Menschen in einer sehr dunklen Zeit Licht bringen können, sie über viele Düsternis hinwegtrösten können, haben natürlich auch ein paar von den Großen dieser Zeit die Hände gedrückt, was man ihnen nachher übel genommen hat. Wie sehen Sie diese Zeit heute aus dem Rückblick? Ja, diese Frage kann man nicht gut mit ein paar Worten beantworten. Ich habe in meinem Buch, nämlich was ich 1982 geschrieben habe, zu meinem 80. Geburtstag, habe ich gerade in diesem Buch darauf Wert gelegt, ganz deutlich das zu schreiben und Situationen und Begegnungen zu schildern, die mir in dieser schlimmen Zeit, nennen wir es mal, begegnet sind. Und daran muss ich oft denken, denn es war nicht sehr schön. Aber meine Frau und ich haben jetzt eben im Osten, wir waren in Dresden, wieder also wunderbare Menschen erlebt, die mit Tränen in den Augen auf uns zukamen. Und da habe ich wieder dieses Gefühl gehabt, dass der Beruf darüber hinausgeht, wofür er eigentlich gedacht ist. Was haben Sie da gefühlt? 40 Jahre haben diese Menschen Sie ja nie anfassen können, haben Sie aber genauso geliebt. War das für Sie ein besonderes Erlebnis? Ja, sie haben mich angefasst. Ja. Sie haben mich gestrichen und übers Revier und geschaut, wo sie noch an meinem Stoff oder an meinem Anzug. Also es war rührend. Und hinterher kam dann der Zwinger mit den wunderbaren Bildern. Es war für uns also ein großes Erlebnis. Das heißt, dass Sie sich offensichtlich nicht in der Vergangenheit verlieren. Man sagt ja, die UFA damals, das waren die großen Tage des deutschen Filmes. Sehen Sie das auch so? Aber offensichtlich sehen Sie Ihre persönliche Wirklichkeit heute sehr viel intensiver. Also wie war das mit der UFA? Ja, das mit der UFA, da habe ich eine eigene, oder mit der Terra, da habe ich eine eigene Produktion gehabt. Und das war sehr schön und ich habe auch meine Regietätigkeit ausüben können und habe auch meine Stoffe ausgesucht und ich war sehr zufrieden. Herr Rühmann, alt werden heißt ja auch loslassen können. Sie haben einen Flugschein gehabt, den haben Sie abgegeben, Ihren Führerschein nutzen Sie nicht mehr, Sie haben Golf gespielt. Tut das auch ein bisschen weh? Ja, es tut zuerst ein bisschen weh. Aber wie ich gesehen habe, dass meine Frau sehr nervös wurde, wenn ich in den Wagen stieg und ein paar Stunden vielleicht nicht da war, da habe ich mir gesagt, mach's nicht mehr. Haben Sie auch das Fliegen sein lassen. Und das Fliegen habe ich vorher sein gelassen. Das ist vernünftig. Ja, naja, aber ich habe mich in der Maschine eigentlich wohler gefühlt als im heutigen Verkehr, muss ich Ihnen sagen. Kommt auch weniger entgegen. Ja. Ich hatte ja das Glück, Sie vor der Sendung zu Hause zu besuchen und muss sagen, ich würde gerne in Ihrem Alter, so ich es erleben darf, auch so leben. Wie sieht denn ein Tagesablauf von Ihnen aus? Sie sehen die Berge, ja. Aber das ist ja nicht den ganzen Tag erfüllend. Nein, das braucht man auch nicht. Aber wir haben ein kleines Schwimmbad, wir schwimmen jeden Morgen. Leben gesund und ich hoffe, dass meine Frau, wo ist sie denn? Da sitzt sie. Sie sitzt irgendwo. Ja, da sehe sie, die Kamera steht davor. Ja, jetzt. Ja, du bist doch zufrieden. Naja.
Mein Gast Heinz Rühmann und ich bin wirklich froh, dass er da ist, denn eigentlich hätte er heute was anderes vorgehabt. Es ist Zirkuspremiere, er ist ein Roncalli-Fan und da ist heute der erste Tag. Hat Ihnen der Zirkus auch als Schauspieler was gegeben? Waren Sie gerne Clown? Ja, sehr gern. Sehr gern, weil der Clown steht für mich eigentlich mit an der Spitze. Das von dem, was man tun kann und machen kann, ohne zu sprechen. Deswegen verehre ich so diese großen Clowns. Das ist ein wunderbarer Beruf. Komisch, dass Sie, ich habe Sie immer so als Mann des Wortes eingeschätzt. Ist es Ihre Bescheidenheit oder sagen Sie einfach, ich stelle lieber da, als zu sprechen? Nein, der Clown, es stimmt, was ich sage. Es ist nicht irgendwie jetzt nur erzählt oder aufgeschnitten, sondern ich finde, dass der Clown, ich wollte einer werden, aber mir ist nicht eingefallen, was man bei den vielen Clowns, die es damals auch gab, noch tun kann und habe es dann gelassen. Aber es ist was Schönes. Dann hoffe ich, dass sich über dieses kleine Grußwort von den Roncalli-Clowns jetzt ganz besonders freuen. Bitte schön. Tatsächlich, ja. Roncalli, der gerade in München gastiert, hat es sich nicht nehmen lassen, ein Clowns-Ständchen für Sie zu bringen. Dankeschön. Ich hoffe, es gefällt. Natürlich wollten wir Herrn Rühmann auch mit einer kleinen Aufmerksamkeit hier überraschen. Irgendein Gast haben wir gefragt, mit dem wir ihm eine Freude machen könnten. 1000 Frauen habe ich ihm angeboten. Nein, hat er gesagt. Alles Mögliche, bis er plötzlich doch gesagt hat, einer gefällt mir ganz gut. Wenn er nämlich Zeitung liest und sich für die aktuellen Geschehnisse, vor allem im Kulturleben, interessiert, sieht er die Welt ein bisschen durch die Augen eines Kulturkritikers, der für die Süddeutsche Zeitung schreibt. Sie mögen ihn und er ist heute Ihnen zu Ehren da. Professor Dr. Joachim Kaiser. Herr Professor, dass sich ein Schauspieler einen Kritiker wünscht, ist etwas ganz Besonderes. Wundert Sie das? Ich habe noch nie schlecht über ihn geschrieben. Wie könnte man? Ich fand sogar, er war eben viel zu bescheiden. Er ist ja nicht nur ein guter oder sehr guter Schauspieler, er ist ja richtig ein Symbol. Schauen Sie mal, wir leben doch in schrecklich militanten Zeiten. Das war ja in den 30er Jahren noch schlimmer. Und was war der Heinz Rühmann? Der war immer der zivile Deutsche. Die Deutschen werden doch sonst gern die Hunden oder Vandalen oder Offiziere oder was weiß ich. Und der Rühmann, der ist geschlendert, der war privat, der war vergnügt. Den konnte man sich in einer Uniform gar nicht vorstellen, außer im Hauptmann von Köpenick. Und da war er auch geklaut. Mit einem Wort, der Rühmann war ein Deutscher, wie Gott ihn träumt. Richtig zivil, lustig, immer so ein bisschen jünglingshaft. Also jünglingshaft nicht in dem Sinne wie Hölderling, sondern wie ein Jüngling, der ein Flugzeug leiten und ein Auto fahren kann. Aber sowas wie der Heinz Rühmann, das ist ein so ziviler Mensch, dem nichts ferner liegt als das Militante, dass der zum Ausdruck sozusagen deutscher Kunst werden konnte, dass der überall beliebt war, dass der sozusagen für uns sprach, das ehrt nicht nur ihn, sondern das ehrt eigentlich alle. Ein Glück, dass er nicht dieser Mordsmilitante war, sondern so, wie er auch jetzt noch da sitzt, freundlich, zivil, heiter und vom lieben Gott gesegnet. Das würde ich mir schriftlich geben lassen. Wie wir Kritiker kennen, war das eine Lobesrede, wie sie eindeutiger kaum geht. War das Ihr ganzes Leben so? Nein. Aha. Nein. Der ganze Abend ist eine Ausnahme, muss ich sagen. Aber eine schöne. Und ich freue mich und ich danke Ihnen,
dass Sie mich eingeladen haben. Aber ich bitte Sie, Sie können jeden Abend kommen. Keine Kritik, Herr Kaiser, aber eine Frage an den Kritiker und den Künstler. Erst an Sie. Sehen Sie einen Nachfolger für Heinz Rühmann? Ich fürchte, nein. Ich fürchte, nein. Das ist so schwer und das hängt doch von den Menschen ab, die um ihn sind. Schauen Sie, der Rühmann fing ja in den 20er Jahren an. Ich glaube, sein Schauspiellehrer, der Basil, der hat noch den Wedekind unterrichtet und später noch den Adolf Hitler, wenn ich nicht irre. Der hat auch beim Sprechunterricht genommen. Das waren also noch ganz klare gesellschaftliche Verhältnisse, in denen Schauspieler eine Funktion hatten. Man war bei einem Theater, man war im Ensemble, man wurde geliebt, man lernte allmählich etwas. Dass heute so eine Persönlichkeit so viel Zeit hat, so zu werden wie er. Das ist ja, er sitzt ja jetzt hier nicht wegen einem oder wegen 20 Filmen, sondern wegen einer Lebensleistung von 50, 60 Jahren. Das ist schwer zu denken. Ich fürchte, wir müssen ihn also behandeln wie eine aussterbende Spezies. Also ganz vorsichtig. Das heißt, Sie bleiben hoffentlich noch viele Jahre für uns erhalten. Haben Sie sich mal umgeguckt, wenn Sie über die Schulter gucken? Sehen Sie einen, wo Sie sagen, das kann ein Rühmann werden? Nein. Ja, ist eine klare Antwort und recht hat er. Letzte Frage an Sie, Herr Rühmann. Sie wissen, unsere guten Wünsche begleiten Sie. Was sind Ihre Wünsche? Ich habe gar keinen Wunsch. Ich möchte, dass es so bleibt, wie es jetzt ist. Das wünschen wir Ihnen auch. Wir bedanken uns sehr herzlich, dass Sie da waren, Herr Kaiser. Herzlichen Dank, Herr Rühmann. Dankeschön. Kompliment und herzlichen Dank. Dankeschön. Wiedersehen. Danke. Wiedersehen. 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 Darf ich Sie? Herzlichen Dank. Toll, Dank. Toll, Dank. Wir sehen uns gleich wieder. Ja.